Stark im Lokalen, im Sport ganz vorn, die Lokalzeitung. Hallo und herzlich willkommen beim Westfalenblatt, eine der wenigen großen Regionalzeitungen in Familienbesitz. Und das mit langer Tradition. Die erste Ausgabe des Warburger Kreisblattes erschien bereits 1839. Um eine aktuelle Ausgabe zu erstellen, egal ob online oder als gedruckte Tageszeitung, arbeiten wir an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr. Das Verbreitungsgebiet des Westfalenblattes erstreckt sich über ganz Ostwestfalen, von Warburg bis Raden. Unser Verlagshaus und das Druckzentrum befinden sich in Bielefeld. Hier drucken wir neben über 20 Lokalausgaben auch die großen Hauptausgaben Westfälisches Volksblatt und Herforder Kreisblatt. Produziert werden hier auch die Anzeigenblätter unseres Panorama-Verlages, wie beispielsweise OWL am Sonntag. Mit einer wöchentlichen Auflage von rund 1 Million Exemplaren sind wir der größte Partner für Anzeigen- und Beilagenkunden in der Region. Mit unseren 24 Lokalredaktionen sind wir fest in Ostwestfalen verwurzelt. Um die Westfalenblattgruppe als richtungsweisendes Zeitungshaus für die Region zu erhalten und zu stärken, sorgen über 600 Mitarbeiter aus den Bereichen Redaktion, Anzeigen, Herstellung und Vertrieb täglich dafür, ein Produkt zu schaffen, das berichtet, informiert, reflektiert und unterhält. Den persönlichen Service vor Ort bieten Ihnen außerdem unsere 15 Geschäftsstellen. Sie möchten Ihre Zeitung in den Urlaub nachsenden lassen, eine Anzeige aufgeben, Bücher kaufen oder Veranstaltungstickets buchen? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Die Redaktion sichtet und bewertet täglich mehrere hundert Nachrichten und Bilder aus aller Welt. Unsere Redakteure filtern aus einer Flut an Informationen Wichtiges von Unwichtigem, recherchieren zusätzliche Fakten und kommentieren die Bedeutung der Nachrichten. Das Lokale steht im Mittelpunkt des Westfalenblattes. Ob Kommunalpolitik, Kultur, Sport aus der Heimat. Es gibt vieles, was die Ostwestfalen bewegt. Ganz nah dran sind daher unsere Redakteure und Fotografen in den 24 Lokalredaktionen in OWL. Sie sammeln Informationen und Hintergründe über lokale Geschichten und Ereignisse, die für die Leser interessant sind. In der täglichen Konferenz wird die aktuelle Ausgabe der Zeitung von der Redaktionsleitung und den Ressortleitern noch einmal kritisch unter die Lupe genommen. Im Anschluss werden alle Redaktionen aus Ostwestfalen telefonisch zugeschaltet, um Themen zu besprechen, die in den nächsten Lokalausgaben veröffentlicht werden sollen. Beraten wird auch, welche lokalen Artikel für das gesamte Verbreitungsgebiet relevant sind. Diese Themen werden später auch im überregionalen Teil veröffentlicht, im sogenannten Mantel der Zeitung. Bei der Überschriftenkonferenz am späten Nachmittag werden alle bereits fertig erstellten Artikel mittels Beamer an eine Leinwand projiziert. Überschriften aus dem Mantel werden diskutiert und gegebenenfalls geändert. Ein entscheidendes Kriterium hierbei ist: Trifft die Überschrift den Kern des Artikels? Bei wichtigen Ereignissen am späten Abend können einzelne Artikel noch bis spät in die Nacht geändert oder ausgetauscht werden. So können unsere Leser schon am nächsten Morgen auch darüber ganz aktuell in der Zeitung lesen. Die gedruckte Tageszeitung ist der Mittelpunkt des Westfalenblattes und Basis für unsere E-Zeitung, die elektronische Ausgabe im Internet. Sämtliche Lokalausgaben stehen überall und jederzeit zur Verfügung. Auch als App für iPhone, iPad, Kindle und Android-Geräte. So können unsere Leser auch im Urlaub ihre Tageszeitung lesen und sind immer bestens informiert, was in der Welt und der Heimat passiert.
Zusätzlich zu der täglich gedruckten Zeitung und der elektronischen Version sind wir auch im Internet unter www.westfalen-blatt.de für Sie da. Alle wichtigen und interessanten Neuigkeiten aus der Region, Deutschland und der ganzen Welt werden auf dieser Online-Plattform sofort veröffentlicht. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Aktiv ist das Westfalenblatt auch auf Facebook, Twitter und YouTube. Die redaktionelle Berichterstattung wird ergänzt durch Anzeigen, die unter anderem durch unsere Mitarbeiter in den Geschäftsstellen entgegengenommen werden. Über unsere Homepage können Tag und Nacht Anzeigen aufgegeben werden. Im Atelier und der Make-up-Abteilung werden die Anzeigen gesetzt oder grafisch angepasst. Layouter ordnen Bilder, Texte und Anzeigen auf den Zeitungsseiten an. Nachdem die Arbeit an der Seite abgeschlossen ist, wird die Druckfreigabe entweder durch die einzelnen Redaktionen oder durch die Anzeigenabteilung erteilt. Man spricht hier von Imprimatur. Von allen Zeitungsseiten wird über eine spezielle Software ein druckoptimiertes PDF erzeugt. Diese Daten werden mittels Glasfaserleitung in unser Druckzentrum in Sennestadt übertragen. Hier werden die Druckplatten erstellt. Besonders das sogenannte Rippen ist von Bedeutung. Jede Seite und somit jedes PDF besteht aus unzähligen Bildpunkten, den Pixeln. Der Offsetdruck als solches kann aber nur Flächen wiedergeben. Deshalb werden die vorhandenen Pixel zu kleinen Flächen, dem Raster und gleichzeitig in die einzelnen Farbauszüge, Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz, umgerechnet. Man spricht hier auch von Farbseparationen. Jede einzelne farbige Seite der Zeitung besteht aus den genannten 4 Farbseparationen, die in der Druckmaschine übereinander gedruckt das farbige Bild ergeben. Nachdem die Seite noch einmal überprüft worden ist, können die Druckplatten produziert werden. Das geschieht in einem Plattenbelichter. Meistens ist es ein großer Laserdrucker. Nur wird hier nicht auf Papier gedruckt, sondern auf Aluminiumdruckplatten. Die sind überzogen mit einer lichtempfindlichen, einer sogenannten Photopolymerbeschichtung. Trifft das Laserlicht auf diese Schicht, wird diese gehärtet. Die zu druckenden Elemente werden auf die Platte gebannt. Die restliche Beschichtung wird im Entwicklerbad ausgewaschen, die Platte wird getrocknet und an den Abkanter übergeben. Hier werden die äußersten Kanten oben und unten auf Hundertstel Millimeter genau umgebogen, um sie später in die Druckmaschine einhängen zu können. Danach wird die Druckplatte auf entsprechende Ablagefächer verteilt, damit die Drucker wissen, welche Seite in der späteren Zeitungsausgabe wo stehen soll. Schon vor dem Andruck um 21.30 Uhr werden die Daten für die aktuelle Zeitungsproduktion in den Zentralrechner der Rotation übertragen. Aus dem sogenannten Umfangspiegel ergeben sich viele für die Produktion wichtige Informationen. Sobald die Disposition den Umfangspiegel abgeschlossen hat, kann der Drucker mit der Dateneingabe beginnen. Gleichzeitig werden viele tägliche Routinen vorbereitet. Papierrollen werden aus dem Lager entnommen und bereitgestellt, Farbkästen überprüft und die zuvor produzierten Druckplatten auf die Zylinder der Druckwerke eingespannt. Sieht man sich eine solche Druckplatte genauer an, stellt man fest, dass druckende und nicht druckende Elemente auf einer Ebene liegen. Deshalb spricht man beim Offset-Druck auch von einem Flachdruckverfahren. Damit nicht die komplette Druckplatte mit Farbe benetzt wird, muss diese zuvor befeuchtet werden. Das geschieht mit einer Pufferlösung bestehend aus Wasser und diversen Zusätzen. So bestehen immer gleiche Voraussetzungen für den Druck und die Qualität bleibt gleich hoch. Danach wird die Druckplatte mit einem genau definierten Farbfilm eingefärbt. Je nach zu druckendem Motiv auf der Seite muss mehr oder weniger Farbe benutzt werden, damit das Ergebnis in der Zeitung möglichst dem Originalbild entspricht. Diese Vorgänge wiederholen sich bei jeder Drehung der Druck- und Plattenzylinder. Anschließend wird das Druckbild von der Platte auf einen Gummituchzylinder übertragen und es dann auf das Papier gebracht. Man spricht beim Offset-Druck daher von einem indirekten Druckverfahren, da die Druckform nicht direkt mit dem Papier in Berührung kommt.
Das Herzstück unseres Druckzentrums ist die Commander CL42, eine Druckmaschine der neuesten Generation. Mit 40.000 Umdrehungen pro Stunde können 40.000 Exemplare der Tageszeitung gedruckt werden. Das Westfalenblatt setzt auf Umweltschutz. Durch Wärmerückgewinnung und Wärmedämmung wird der Energieverbrauch minimiert. Recycling und der Einsatz umweltverträglicher Materialien sind für uns selbstverständlich. Unser Zeitungspapier besteht daher zu fast 100% aus Altpapier. Durch die kurze Anlaufzeit der Druckmaschine können wir außerdem den Papierverbrauch möglichst gering halten. Damit am Ende eine Zeitung entsteht, wie wir sie kennen, läuft die Papierbahn durch alle Druckwerke der Rotation und druckt so sämtliche Seiten der Zeitung. Danach wird sie geschnitten und gefalzt. Das geschieht vollautomatisch im Falzapparat, der direkt mit der Druckmaschine verbunden ist und sich mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen muss wie die Rotationsmaschine selbst. Anschließend werden die fertigen Zeitungen von einer Aufnahmestation an Transportketten übergeben und in die Weiterverarbeitung befördert. Hier durchlaufen alle Zeitungen in einem weiten Bogen den Raum, um dann auf einen sogenannten Rollenpuffer, dem Flexiroll, aufgewickelt zu werden. An diesen Pufferstationen werden die Zeitungen so lange geparkt, bis sie mit Beilagen bestückt und verpackt an die Rampe übergeben werden. Am frühen Morgen werden die Zeitungspakete auf entsprechende Fahrzeuge verteilt und nach genauen Tourenplänen an die Verkaufs- und Verteilerstellen ausgeliefert. Insgesamt 2000 Zeitungsausträger sorgen in ganz Ostwestfalen dafür, dass das Westfalenblatt direkt bis zu ihrem Briefkasten gebracht wird. Nach der Zeitung ist vor der Zeitung. Denn kaum hat eine Ausgabe unsere Leser erreicht, stellen sich unseren Mitarbeitern wieder dieselben Herausforderungen. Am Anfang eines jeden Tages steht das weiße Blatt, das es mit aktuellen Informationen zu füllen gilt. Durch Zusammenarbeit und Engagement kompetenter Fachleute erhalten Sie so Tag für Tag Ihr Westfalenblatt.